Frank Kramer, 3-2, tolles Spiel, muss man sagen, tolles Pokalspiel, hätte jeder gewinnen können und auch verlieren. Wie bitter ist das, dass man am Ende jetzt noch so ein Tor von Ingvardsson, zwar schön erzielt, hier das Spiel verliert? Ja, ist natürlich bitter, wir dürfen uns aber davon nicht unterkriegen lassen, ne? Weil heute haben wir eine richtig gute Leistung gebracht, ne? Mit wahnsinnig viel Leidenschaft gespielt, ja, und sind total als Team aufgetreten, haben wahnsinnig viel investiert, ja, und hätten uns natürlich gerne belohnt, aber da müssen wir halt weiter für das Glück arbeiten. Viele Chancen gehabt, leider hat es nicht geklappt und ja, wie ärgerlich ist das, gerade in der ersten Halbzeit? Ah ja, natürlich ist es ärgerlich, aber die Jungs würden schon auch gerne die Tore natürlich machen. Und ja, wir haben klare Möglichkeiten rausgespielt. Also die Mannschaft hat da unheimlich viel dafür investiert. Und nochmal, da hat natürlich der gegnerische Torwart auch gut gehalten. Und ja, also wir müssen da dranbleiben. Wir müssen vor dem gegnerischen Tor und vor dem einen Tor müssen wir einfach nur effektiver werden und konsequenter. Und ja, dann kommt das Glück zu uns. Sie haben viel gewechselt, 7 neue gebracht. Zufrieden gewesen jetzt mit der Taktik, auch frisches Blut zu bringen heute in der englischen Woche? Ja, ich muss sagen, dass man das ja gesehen hat. Ne? Die Jungs, die waren alle heiß, die haben total Feuer gehabt. Auch die Jungs, die reingekommen sind übrigens, ja, die haben sofort gezündet. Also das war richtig gut, ja. Bin ich sehr zufrieden. Was bedeutet jetzt diese Niederlage auch mental? Jetzt geht es ja Rückspiel, Anführungsstrichen, gegen Mainz in der Bundesliga. Diese Niederlage, motiviert das nochmal dagegen zu halten? Oder ist das schon, ja, wieder ein Negativergebnis mehr? Ja, aber da gilt es ja jetzt, jetzt erst recht Mentalität zu zeigen. Ja? Da gilt es jetzt natürlich dagegen anzugehen, aufzustehen, ja, sich zu zeigen, ja, und am Samstag das bessere Ende auf unsere Seite zu ziehen. Danke, Frank Kramer. Danke auch. Amos Pieper, bittere 3-2 Niederlage hier nach großem Kampf. Ja, wie bitter ist das in der Verlängerung hier so zu verlieren? Ja, natürlich sehr bitter, vor allem, ja, weil wir es gut gemacht haben, 1-0 führen. Ja, dann wieder zwei Situationen haben, wo wir es nicht gut verteidigen, 2-1, und trotzdem dann Moral bewiesen haben und den Gegner am Ende eingeschnürt haben und vor Gericht das 2-2 machen und alle so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir das Moment auf unserer Seite hatten und dann, ja, durch so ein Ding verlieren. Ich glaube, da kannst du in die eine oder andere Richtung kippen. Wir hatten auch noch ein, zwei gute Chancen und es ist dann bitter, so zu verlieren und auszuscheiden. Wollte ich gerade sagen, es waren Chancen auf beiden Seiten, es hätte auch 3-3, 4-4 ausgehen können. Ist das so ärgerlich, dass man dann nicht so ein, zwei Dinger gerade auch in der ersten Halbzeit macht, wenn man dann hier vielleicht 2-0 in Führung liegt? Ja klar, nur trotzdem haben wir diesmal ja die erste Chance direkt genutzt, so muss man es ja aussehen. Oder Mainz hätte davor schon in Führung gehen können. Ja, von daher ist es ja in Ordnung, mit einer 1-0-Führung in die zweite Halbzeit zu kommen. Klar würde das 2-0 direkt dann gut tun. Aber das Thema wäre schon länger, dass das gut tun würde. Und trotzdem ist es so im Moment, dass überall so ein Stück vielleicht fehlt. Also genauso vorne vor dem Tor, genauso wie hinten dann jetzt zum Ende raus. Dass dann vielleicht die letzten paar Prozent oder der letzte Wille von allen, das Tor zu verteidigen, fehlt. Ja, und wir dann noch konsequenter werden müssen in den Bereichen, wo das Spiel entschieden wird. Man hat ja konsequent nachgesetzt, in den letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit noch 2-3 Chancen gehabt bis zum Tor. Eigentlich das Momentum, du hast es gesagt, auf der Seite von Arminia. Trotzdem hatte Mainz eigentlich schon 3 gute Möglichkeiten, auch ein bisschen mehr zuzusetzen in der Verlängerung. Ist das der mentale Vorteil, weil die einen ganz guten Lauf haben, oder woran liegt es? Nö, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich glaube, gerade die erste Halbzeit waren wir ziemlich drückend. Dann haben wir noch so 1-2 Halbchancen, 1-2 Schüsse aus der Distanz und dann ja zum Ende, da musste Tegel schon 2-3 Mal richtig, richtig stark eingreifen. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Ich bin da immer eher so, dass ich gucke, okay, was haben wir vielleicht nicht so gut gemacht? Wir standen eigentlich gut an den Männern dran und so weiter, aber es ist halt jedes Mal einer dann zum Schuss gekommen. Muss ich mir nochmal anschauen. Woran es liegt, keine Ahnung. Pokal raus, jetzt Rückspiel, Anführungsstrichen, in der Bundesliga am Samstag gleich. Was bedeutet dieses Ergebnis jetzt mental für die Mannschaft? Ja, das Ergebnis ist natürlich, auf Deutsch gesagt, scheiße dann jetzt zum hinten raus. Wie gesagt, es ist bitter, so zu verlieren. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, ganz viele, viele Ansätze und ganz viel, was wir heute auch gut gemacht haben. Und von der Lebendigkeit, vom Leben, vom Feuer in der Mannschaft, ich glaube, da kann sich keiner wirklich einen Vorwurf machen. Ich bleibe dabei. Wir müssen in den Momenten, wo die Spiele entschieden werden, vor unserem eigenen Tor und vor dem gegnerischen Tor, konsequenter, besser werden, das mitnehmen, das noch besser machen. Und sonst kann ich ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Okay, danke, Amos Pieper. Gerne. Ja, Lennart Schübauer, 3-2, großer Kampf und bitter verloren. 6 Minuten vor Schluss durch diesen Schuss von Ingvardsson in den Knick. Wie deprimierend ist er nach so einem guten Spiel dann doch mit leeren Händen nach Hause zu fahren wieder? Ja, ist natürlich ärgerlich, nach 120 Minuten das Spiel 3-2 verlieren. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich denke, darauf können wir aufbauen fürs Wochenende, wenn wir erneut gegen Mainz spielen. Und war auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ich denke, Elfmeterschießen wäre schon mindestens ausreichend. Gerade in der regulären Spielzeit, erste Halbzeit, hat man viele Chancen auch liegen lassen. Ne?
Ja, stimmt, das ist richtig. Daran arbeiten wir Woche für Woche, dass wir vorne die Dinger jetzt reinmachen. Und heute hat es schon zweimal funktioniert und ja, ich denke, da sieht man auch schon eine leichte Verbesserung. Jetzt hatte Arminia ja psychologisch eigentlich den Vorteil. Ausgleich in letzter Minute, reguläre Spielzeit. In der Verlängerung habe ich so ein bisschen gesehen, obwohl man wollte, hatte Mainz doch leichte Vorteile, auch ein Chancenplus dann, muss man sagen. Außer dem Tor noch zwei gute Möglichkeiten, die Ortega gut hält. Ja, es ist natürlich nicht der Normalfall, der Regelfall, nicht, dass ein Spiel länger als 90 Minuten geht. Da geht bei dem einen oder anderen auch die Puste aus oder kommen schon paar Krämpfe nach der ersten Halbzeit, nach den ersten 15 Minuten. Und ja, nichtsdestotrotz unterstreiche ich nochmal die Aussage, dass ein Unentschieden, denke ich, gerecht gewesen wäre. Leider gibt es das im Pokal nicht. Was bedeutet jetzt diese Niederlage nach Verlängerung für das Spiel am Samstag gegen Mainz? Was das bedeutet? Was das bedeutet für das Rückspiel in Anführungsstrichen der Bundesliga, ja, mental jetzt? Ja, wie gesagt, wir können darauf aufbauen. Hört sich zwar doof an, auf eine Ligalage aufzubauen, aber wir haben ein super Spiel gemacht. Wir wissen jetzt, woran wir anknüpfen können, an unseren guten Leistungen von heute. Und dann sehe ich fürs Wochenende, habe ich ein positives Gefühl. Okay, danke.